Herzlich willkommen zu unserer Session zu Community Management. Wir haben hier gerade noch ein paar Zwischenstimmen, aber alles gut. Wir haben, wie heute Morgen schon angekündigt, vor, möglichst interaktiv mit euch zu sprechen und auch eure Ideen, eure Best-Practice-Tipps zum Thema Community Management zu hören. Wir haben heute als Sessiongeber an Bord erstmal die Tanja Laub als Autorin des Leitfadens zu Community Management. Hier sitzt Felix Harling, der schon mehrere Communities bei SAP gestartet hat, beziehungsweise mit dem Leitfaden dort gearbeitet hat. Und wir haben noch online Franz Erni mit dabei, der Teil eines Lernzirkels zum Community Management war, den wir im Rahmen von Mein Ziel 23 gemacht haben. Und wir möchten heute die Session so gestalten, dass der Felix euch erstmal so ein kleines Warm-up gibt. Dann kommt die Tanja, erzählt ein bisschen mehr über den Leitfaden und ich würde euch dann einfach nochmal einen Einblick geben, wie wir den Leitfaden Community Management angewendet haben und was wir für uns so für Best Practices rausgezogen haben. Und dann würden wir gerne in den Austausch mit euch gehen, wie es bei euch gelaufen ist, ob ihr ihn schon angewendet habt, ob ihr irgendwie Knackpunkte habt, wo ihr gerade davor steht, etc. Aber jetzt gebe ich erstmal an den Felix weiter. Ja, und eine Community startet ja meistens mit einer Person oder einer kleinen Gruppe, wie es auch die Tanja auch schon vorgestellt hat gestern. Und es geht ja auch darum, ja, aufeinander zu achten und zu schauen, dass was in Bewegung kommt. Deswegen als kleiner Energizer würde ich jetzt eine Bewegung machen und ihr macht es alle nach. Idealerweise vor dem Bildschirm, deswegen die Einladung an alle, die jetzt noch ihre Kamera nicht geteilt haben, diese auch zu teilen, sodass wir alle gut sehen. Und ihr macht die Bewegung nach und zum gewissen Zeitpunkt werde ich einfrieren und dann übernimmt jemand anders mit einer anderen Bewegung. Und dann nach einer gewissen Zeit friert er wieder ein und dann der Nächste übernimmt. Okay, schauen wir mal, ob wir es schaffen, eine Bewegung, uns alle in Bewegung zu bringen. Okay, ich fange mal an. Sehr schön, wow. Wer übernimmt? Wow. Es geht nach oben, nach unten. Auch kleine Bewegungen machen. Wer traut sich? Online ist was, oder? Oh, spannend. Ja. Traut sich ja, was. Okay, dann noch eine letzte Runde. Gut, alle sind aufgewärmt und aufnahmebereit. Fantastisch. Dann fangen wir mit Tanja an, ne? Ja, danke dir. Franz, teilst du das Board? Ah, du teilst? Okay. Genau, ich kann ja schon mal anfangen, während das Ganze noch lädt. Genau, wie Isabel vorhin schon gesagt hat, ich bin eine von den 6 Autorinnen, die den Community-Leitfaden umgeschrieben hat, muss man ja sagen. Es gab schon eine Variante von vor ein paar Jahren. Und wir haben den aber quasi komplett einmal überarbeitet, Sachen rausgeschmissen, Sachen neu reingebracht, komplett umstrukturiert. Die Idee hatten Achim und Simon vor ja mittlerweile 3 Jahren. Achim hat dann gefragt, hey, wer hat Lust, das Ganze mit mir anzugehen? Und dann waren wir so wechselnde Gruppen. Und am Ende hat sich dann so ein 6er Kernteam herausetabliert
aus genau 6 Personen aus unterschiedlichen Organisationen. Und wir haben uns, kannst du eins weitermachen? Ach so, okay, sorry. Und wir haben uns tatsächlich über 2 Jahre virtuell getroffen und haben diesen Guide miteinander erarbeitet. Zu Beginn war das manchmal auch so ein bisschen, okay, was kann man jetzt ändern, was ändert man nicht, wie arbeiten wir zusammen? Und es hat dann natürlich auch so ein bisschen gebraucht, sich als Team zusammenzufinden. Und das Schöne ist, ich habe es gestern schon kurz gesagt, dieses Bild ist letztes Jahr hier entstanden, weil wir 6 haben uns das allererste Mal in dieser Runde und teilweise auch, manche von uns kannten sich gar nicht von so Gesicht zu Gesicht, hier auf der LostCon letztes Jahr getroffen. Und das war also ein längeres, größeres Projekt. Wie gesagt, Thema Community Management. Der Guide besteht aus 2 Teilen. Es gibt einmal einen Theorieteil und einmal einen praktischen Teil. Und wir haben lange diskutiert, womit fangen wir denn an? Weil es gibt halt Leute, die wollen zuerst die Theorie lesen, gehen dann in die Praxis. Andere wollen mit der Praxis starten, wollen was zu tun haben und dann halt die Theorie Schritt für Schritt dann lesen, wenn es gerade gang und gäbe ist und sie gerade das Wissen brauchen und nicht alles vorher schon lesen. Und wir haben das sehr stark diskutiert, haben auch recherchiert und sind dann zu der Erkenntnis gelangt, it doesn't matter, weil es ist 50-50. Die einen so, die anderen so. Egal wie rum wir es machen, die einen finden es gut und die anderen sagen, ja, ist okay, aber für mich persönlich wäre es anders. Der Theorieteil beschreibt halt wirklich von, was ist eine Community, über verschiedene Definitionen, weil es gibt so ganz viele unterschiedliche Begriffe davon, verschiedene Methoden, aber auch ganz viele Praxisbeispiele. Wie machen es die einzelnen Organisationen? Es gibt Methodencocktail, es gibt Strategie, es gibt ganz viele unterschiedliche theoretische Hinweise, Input, Links zu weiterführenden Quellen. Und der zweite Teil, das ist dann die Lernreise, der Lernpfad, den ihr hier seht, der wundervoll gesketchnote wurde. Und mir ist gerade der Name entfallen von der Person, die das gemacht hat. Aber Achim weiß das sicherlich, der ist auch online mit dabei und kann das vielleicht noch irgendwo mitteilen. Und genau. Es geht in 12 Wochen dann wirklich darum, praktisch nach und nach eine Community aufzubauen. In der ersten Woche natürlich zuerst mal so das Kennenlernen. Wer sind wir denn überhaupt? Was wollen wir? Wer ist unsere Gruppe? In welcher Organisation arbeitet ihr? Um uns dann über die verschiedenen Rollen der Community Manager, wie sind die Ausprägungen bei uns in der Organisation, was brauchen wir? Über die Konzeption und Ziele, Zielgruppen, langsam in unserer Strategie voranzuarbeiten. Immer wirklich mit konkreten Aufgaben für die jeweilige Woche. In Woche 7 gibt es dann zuerst mal eine Reflexion, ein Feedback. Wo stehen wir heute? Was haben wir bis heute gemacht? Denn es bringt nichts, immer nur zu arbeiten. Man muss irgendwann auch mal innehalten und gucken, passt das denn hier überall? Das Technologiekapitel in Woche 8 haben wir haben wir relativ kurz gehalten, weil man da innerhalb der Organisation meistens gar keinen Einfluss drauf hat. Man muss mit den Bordmitteln arbeiten, die da sind. Wir hätten dazu jetzt ewig viel schreiben können, wie auch über 100 andere Themen. Aber wir haben bewusst Technologie sehr klein gehalten. Wir haben Themen wie Krisenkommunikation gar nicht wirklich drin. Sonst hätte der Leitfaden heute vermutlich 300 Seiten und nicht das, wo ihr euch heute dann doch noch durcharbeiten könnt. Es geht weiter mit verschiedenen Teamrollen, denn eine Community baut man natürlich nie alleine auf. Es braucht unterschiedliche Mitglieder, die darin aktiv sind, die Moderation, Eventorganisation, solche Dinge übernehmen. Es geht um Contentproduktion und ganz wichtig natürlich das Engagement und die Moderation. Wie kriegen wir die Mitarbeitenden dazu bewegt, dass sie in der Community mitmachen? Was ist so deren intrinsische Motivation? Warum wollen die denn in der Community aktiv sein? Und das ist immer der Knackpunkt. Wenn ihr keine Mehrwerte in der Community habt, die die Mitglieder aktivieren, dann wird in der Community einfach kein Leben sein. Wir haben dann noch so ein paar schwierige Situationen angerissen, was gerade intern vorkommen kann. Der ganze Leitfaden ist, wie gesagt, auf interne Organisationen ausgerichtet. Natürlich kann man sich das rausnehmen und sagen, okay, ich adaptiere das für extern, wurden wir auch schon drauf angesprochen.
Aber extern gelten nochmal andere Konzepte, genau wie B2B. Und unser Fokus war wirklich, wir konzentrieren uns rein hier auf interne Organisationen, der Aufbau interner Communities und deren eigene Herausforderungen. Und wenn man so viel gearbeitet hat über diese ganzen Wochen, dann wird es in Woche 12 natürlich auch Zeit zu feiern. Nochmal zusammenzukommen, zu sagen, hey, das haben wir geleistet, let's go und genau, zusammen nochmal ein Wasser oder ein Wein oder was auch immer zu trinken. Und das war jetzt so ein Schnellabriss unserer Arbeit von 2 Jahren. Und genau, Felix, Isabel und einige andere haben diesen Guide durchlaufen. Und heute soll es ja gar nicht um den Guide selbst gehen, sondern wirklich um Best Practice. Wie könnt ihr damit arbeiten? Oder wie haben unterschiedliche Teams damit gearbeitet? Deswegen gebe ich jetzt zurück. Genau. Also, wir haben uns im Januar auf die Lernreise gemacht. Ich werde erstmal von unserem Zirkel erzählen, wie wir den Guide angewendet haben und was wir für Best Practices gefunden haben. Der Felix wird euch dann noch ein bisschen davon erzählen, wie der Guide bei SAP angewendet wurde, dass ihr da auch nochmal den Kontext dazu habt. Also, wir haben mitgemacht bei Mein Ziel 23 und es haben sich relativ verschiedene Leute zusammengefunden zum Thema Community Management. Also, wir waren aus ganz unterschiedlichen Branchen. Es hat gereicht von der Baubranche bis zur Medizintechnik, von IT-Consulting bis hin zu, zum Gesundheitswesen, zum Klinikum. Und ich glaube, wir waren am Anfang so ein bisschen unsicher, oh, passt das, wenn wir so verschieden sind, aber man kann eigentlich sagen oder schon mal vorwegnehmen, für uns war diese Verschiedenheit gerade gut, ne? Weil wir erstmal überhaupt keine Abhängigkeit hatten. Also wir konnten wirklich frei von der Leber weg irgendwie unsere Bedenken äußern. Die anderen konnten auch sehr direkt nochmal Feedback geben. Also ich denke, wir können das alle als Conclusio ziehen, dass die Vielfältigkeit wirklich ein Plus bei uns gewesen ist. Und wie die Tanja gesagt hat, also der Leitfaden besteht ja aus 2 Teilen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob alle in der Gruppe bei uns den ganzen Leitfaden von vorne nach hinten durchgelesen haben. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass jeder aus der Gruppe so seine wichtigen Punkte darin gefunden hat. Und das fand ich das Schöne daran, ne? Das war irgendwie wie so ein Steinbruch. Und man konnte immer so auf Entdeckungsreise gehen, sich das Inhaltsverzeichnis auch nochmal anschauen und sagen, hey, das ist mein Punkt, da lese ich mich nochmal ein. Also es war für uns wirklich so das Herzstück von unserem Lernzirkel, wo wir auch immer und immer wieder zurückgegangen sind und interessanterweise auch am Ende dann nochmal zu den ersten Kapiteln zurückgegangen sind, weil wir gedacht haben, oh, jetzt können wir das nochmal aus einer anderen Sichtweise sehen. Also es war ganz spannend. Wir haben es nicht von vorne nach hinten, aber immer kreuz und quer durchgelesen. Was wir wichtig gefunden haben, war eine gewisse Struktur. Also wir wollten eigentlich schon, da wir so viele unterschiedliche Hintergründe hatten, relativ Freestyle an die Sache gehen, aber haben gemerkt, dass wir für das Lernen eine gute Struktur brauchen. Wir haben dann angefangen, das seht ihr links unten mit dem mit so einem Lern-Canvas, also wo wir uns einfach die Eckdaten nochmal zusammengefasst haben. Was ganz wichtig war, war uns genaue Ziele zu setzen. Und das haben wir gemerkt, das hat so die ersten 2 Sessions nochmal gedauert und es war auch wirklich so die einen, zum Beispiel in der Medizintechnik, da war ganz klar das Ziel, eine Wissensmanagement-Community aufzubauen. Im IT-Consulting sollte auch eine kleine Community aufgebaut werden. Du, Felix, kannst ja noch so ein bisschen erzählen, was bei SAP Sinn der Sache war. Ich komme aus dem Klinikbereich. Für mich war, ich habe sehr, sehr low-key angefangen, weil ich erstmal, glaube ich, meinen Kollegen das Konzept Community erklären muss, ne? Und einfach die Awareness zu schaffen. Was bei uns eigentlich so das Lagerfeuer war von unseren Sessions, war die wöchentliche Session. Wir haben uns immer freitags morgens getroffen für eine Dreiviertelstunde. Und das war eigentlich das, was uns, ich sag mal, so der Austausch war eigentlich das, was uns sehr, sehr viel gebracht hat. Wir haben uns dann sozusagen noch als Stütze ein Whiteboard gebaut. Da habe ich euch jetzt mal so einen Auszug quasi
mitgebracht, wo wir einfach nochmal so die Keypoints von der jeweiligen Woche mit draufgeschrieben haben. Also so, was ist das Thema, was sind die Hauptfragen, was sind die Hausaufgaben sozusagen, die die Leute oder die teilnehmend machen sollen. Und wir haben auf der einen Seite eben diesen Input aus dem Circle gehabt, wo man sich dann auch schnell nochmal durch den Leitfaden navigieren konnte. Und was wir auf unserem Board auch hatten, war sozusagen die Output-Seite, wo man dann, also wo alle Teilnehmer ihre hilfreichen Links und Tools und so weiter teilen konnten und dann auch nochmal unten diese gemeinsamen Learnings. Also das war vielleicht auch nochmal ein Best Practice, das ich mit oder das wir mitgeben können. Wir haben, für uns war eine so Hauptsache, die wir gemacht haben in den Sessions am Ende, dass wir eine gemeinsame Metapher gefunden haben. Und das ging eigentlich total gut dann im Endeffekt. Also wir haben da nochmal diskutiert, reflektiert, was war für uns in der Session im Gespräch wichtig und haben dann, das seht ihr rechts oben, ne, immer dann so ein Bild gehabt, was für uns wichtig war. Und es haben die Teilnehmer dann auch gleich im Anschluss an die Session ihre Learnings aufgeschrieben, was für uns dann im Nachhinein ganz gut war, ne, weil man dann nicht nochmal groß nachdenken musste nach 3 Wochen, was essentiell war. Genau, und was für uns auch, wenn wir jetzt den Lernprozess anschauen, Felix, vielleicht kannst du schnell eine Folie weitergehen. Wir haben dann eine Metapher-Memory gemacht, das war für uns eigentlich auch nochmal, das kam beim Thema Content, weil es geht ja nicht nur darum, dass man sein Wissen quasi intern teilt, sondern dass man sich auch traut, später dann in der Community nach außen zu gehen. Und wir haben eben dann immer drüber gesprochen, das war ja auch Thema am gestrigen Tag, was hält die Leute davon ab zu teilen? Und wir haben dann für uns einfach auch gemerkt, wir haben auch manchmal diese Bedenken, ne? Oh, ist das nicht peinlich, wenn ich da mit dem rausgehe und braucht überhaupt jemand mein Wissen? Und deswegen haben wir das Metapher-Memory entwickelt als ein Format, das man zum Teil nehmen kann. Wir haben eben die verschiedenen Metapher aus den 12 Wochen in eine Memory zusammengestellt und haben dann so alle 3 Tage auf LinkedIn hat einer aus der Runde quasi seine Learnings nochmal ausgeführt zu dieser Metapher. Ich weiß nicht, ob ihr das auf LinkedIn gesehen haben. Also so ein paar haben auch mitkommentiert und mitdiskutiert und es war für uns einfach so ein praktischer Weg, mal auszuprobieren, wie kann man quasi so ein bisschen nicht einzelne Community-Mitglieder zum Teilen bringen, sondern wie kann man in der Gruppe ist man stärker, da gemeinsam rangehen. Genau, und jetzt einfach nochmal, um abschließend unsere Lernreise zu reflektieren. Ich habe das jetzt gerade mal so euch dargestellt. Für uns war der Guide sehr wichtig. In den Meetings haben wir unsere Gedanken gut weiterentwickeln können, aber wo wir also wirklich diese Metapher und das Posten auf LinkedIn, da haben wir gesehen, dass wir da unseren Lerneffekt auch wirklich nochmal verstärken konnten, weil wir auch gesehen haben, also wenn man die Texte von den anderen gelesen hat, hat man sich überlegt, oh, die Metapher habe ich total anders verstanden, ne? Also da hat man dann diese unterschiedlichen Perspektiven auch nochmal gesehen. Und was uns geholfen hat, ich sage mal so ein paar gute Zutaten in dem Zirkel, war ein Rahmen. Also es ist wahrscheinlich relativ schlecht erkennbar jetzt auf den Grünen, das war ein Rahmen. Also die Struktur, die wir hatten, auf jeden Fall der Leitfaden, dann auch nochmal unser Whiteboard und die wöchentlichen Meetings. Dann seht ihr ein Lego-Männchen für Spielwiese, das ist das Ausprobieren, ne? Also wir haben dann am Anfang, waren wir ganz brav und haben uns an dem Leitfaden entlang gehangelt und wir wurden dann aber auch immer mehr Freestyle sozusagen und haben auch gemerkt, dass das fürs Community Management eigentlich ganz gut ist. Also es gab dann einige unter uns, die eben schon ein bisschen weiter waren und gedacht haben, sie wollen die Community quasi ausprobieren und da haben wir einfach gesehen, man braucht da jetzt nicht die riesengroßen Konzepte, sondern es geht wirklich eher darum, mal so einen Piloten zu machen, mal Leute anzusprechen, eine kleine Gruppe im Unternehmen zu finden, die, die mitmacht. Und was ganz wichtig war, war auch das Thema quasi unsere Unterschiedlichkeit, also dass jeder so seine Sachen einbringen konnte in unserem Zirkel. Und das Thema Vertrauen war auch nochmal, Vertrauen und auf Augenhöhe war auch ganz wichtig. Und was wir gemerkt haben, war bei uns auch das Vertrauen und ist auch darum zustande gekommen, indem wir halt über uns selber gesprochen haben. Wir hatten einen sehr guten Moderator im Zirkel, der hat immer super Check-in-Fragen gestellt und dadurch haben wir auch oft über ein bisschen andere Themen gesprochen, aber es hat irgendwie Vertrauen geschaffen. Wir haben sehr viel über Essen geredet, interessanterweise, und über Reisen.
Aber es hat uns verbunden und ist, glaube ich, auch eine Sache, die man in der Community auch nochmal sehr, sehr gut anwenden kann. Genau, ob wir schon ganz beim Gipfel angekommen sind, weiß ich nicht. Was uns nach dem Zirkel wichtig war, ist, dass wir irgendwie weitermachen und dass wir den Kreis auch erweitern. Das heißt, wir haben jetzt beschlossen, dass wir gerne in einem Anwenderkreis weitermachen würden, also mit Leuten, die interessiert sind. Da würde euch der Felix am Ende dann noch ein bisschen erzählen. Und genau, jetzt können wir eigentlich auf diesem Wege nochmal, ich weiß nicht, Felix, willst du noch kurz was zu SAP sagen? Ich kann vielleicht mal sagen, was aus den Communities geworden ist. Also das ist vielleicht auch interessant. Also es gibt, ich sag mal, sie sind so am Aufblühen oder am Sprießen, also im Bereich Wissensmanagement in der Medizintechnik, ne, hat sich jetzt erst so eine kleine Gruppe gebildet, die an der Community, an dem Gedanken arbeiten möchte. Was da wichtig ist, ist auch im Guide der Sponsor, ne, dass die jemanden gefunden haben von weiter oben, der unterstützt. In der Baubranche, das Teammitglied, also der hat, die haben immer so unterschiedliche Stammtische und der hat da einfach viele Leute, der hat dann einfach seine Idee erzählt. Und da sind sehr viele Leute auf ihn zugekommen und haben mitgemacht. Also das haben wir dann auch gemerkt, ne? Einfach mal machen und erzählen und SAP kommt gleich und genau. Ich am Klinikum bin noch nicht ganz so weit mit den Communities, also ich bin auch dabei, das so ein bisschen zu erzählen und vorzufassen, aber es ist ein weiter Weg. Genau, weil SAP sieht es Gott sei Dank anders aus. Ja, und also ich will da nur ganz kurz was dazu sagen, weil wir wollen natürlich auch mit euch allen ins Gespräch kommen und auch von euch erfahren, was ist bei euch eine gute Practice, wenn ihr mit Lernungsleitfaden in der Organisation durchstartet. Also wir sind jetzt bei SAP, haben wir die Community-Leitfäden jetzt benutzt, um unsere Community-Manager aufzuschlauen. Also ich bin verantwortlich für Community-Management für alle Entwickler, Architekten, Designer bei SAP. Das heißt, könnt ihr euch vorstellen, das sind ja einige hundert Communities. Und die Community-Leitfäden haben wir wirklich mal als Experiment gemacht. Sind sie geeignet, um jetzt jemand, der so eine Rolle hat als Community Manager, das macht er ja üblicherweise nicht als 100% Rolle, sondern on top of the job, den aufzuschlauen und wirksamer zu machen. Und was ich bestätigen kann, der Community Leitfaden ist wirklich super gut angekommen. Wir haben eine englischsprachige Übersetzung, die ein Kollege von Umicore auf Basis des deutschen Leitfadens gemacht hat, benutzt, weil natürlich in unserem Umfeld müssen die Unterlagen englischsprachig sein. Und wir haben jetzt über zwei Circle gemacht, einen für die Asien-Zeitzone, eine für die Americas-Zeitzone, jeweils mit 5 Leuten drin und sind wirklich alle dabei geblieben und haben auch alle gesagt, dass wow, das war so inhaltsreich, das hat mich in meiner Rolle als Community Manager vorangebracht. Und daraus ist jetzt auch bei SAP jetzt ähnlich wie jetzt bei uns mit dem Anwenderkreis, ja, sind wir dazu gekommen, jetzt zu sagen, okay, wir machen jetzt sozusagen eine Community der Community Manager, wo wir einfach die Leute erstmal als Kernteam haben, die jetzt an diesem Leitfaden teilgenommen haben und das nach und nach mit den Community Teams von den anderen Gruppen ergänzen. Ja, dann, wie seid ihr vorgegangen und was hat gut funktioniert? Also wir haben jetzt im Discord den richtigen Link. Danke, Tanja. Ich hatte den falschen Link reingepostet. Mein Copy-Paste war schon zu alt. Den richtigen Link. Also ihr könnt auch, wenn ihr online seid, auch gern direkt reinschreiben oder ich ergänze es so, wie ihr was beiträgt. Ihr beide ist in einem Circle zusammen mit sehr unterschiedlichen Aussetzungen. SAP hat ja keinen Mangel an bestehenden Communities, ein Pool zu nehmen. Und da habe ich rausgehört, ihr überlegt gerade etwas zu starten in einem bestimmten Umfeld. Wie habt ihr das auf einen Nenner gebracht? Und andersherum gefragt, hilft es vielleicht jeder, wenn man schaut, okay, alle haben
nichts und wollen eine Community starten, dass es dann einfacher ist, so gemeinsam auch vorwärts zu gehen, weil so, wenn ich jetzt mir noch drei weitere Teilnehmer denke, mit drei unterschiedlichen weiteren Perspektiven, dann lauft ihr doch relativ parallel ein, also relativ unterschiedlich. Ja, das stimmt. Geht es von Tonia oder soll ich nehmen? Genau. Also das stimmt. Ich glaube, es war schon hilfreich, dass viele von uns so am Startpunkt waren. Ne? Also dass wir wirklich so dieses Entwickeln, dieses Überlegen, oh, wie kriege ich denn überhaupt die Leute, die Chefs begeistert, wie kriege ich meine Kollegen begeistert. Also es war schon auch ein sehr, sehr großes Thema. Andererseits muss man sagen, wir hatten den Felix in unserer Gruppe und der war jemand, der einfach schon mal sowas durchlaufen hat, der sich mit Communities auskannte. Also insofern würde ich schon so ein bisschen für diese Mischung plädieren. Der Felix muss sagen, ob er sich vielleicht langgehalten hat im Endeffekt. Aber ich glaube, es war auch spannend zu sehen, eben weil die Leute so einen unterschiedlichen Hintergrund hatten und es auch einbringen konnte. Also der Kollege, der sich sehr viel mit Wissensmanagement beschäftigt hatte, der konnte das auch dann nochmal auf Communities nochmal hinsetzen, sein Wissen. Ich komme jetzt aus dem Kommunikationsbereich und konnte da halt auch mit Content Sharing und so weiter Tipps geben. Also insofern würde ich gar nicht, also man sollte, glaube ich, schon, wenn man die Ziele sich anschaut, ganz am Anfang schauen, kann man mit diesen Zielen gemeinsam gut auf die Reise gehen. Also bei uns hat es geklappt mit der Mischung auf jeden Fall, aber ich würde jetzt auch nicht meine Hand beschreiben. Der Leitfaden nimmt an dir so Schritt bei Schritt. Ah, okay. Du musst es mehr so halten, ne? Das ist jetzt so. Der Leitfaden geht aber eher so Schritt für Schritt vor, im Sinne von, wir gehen mal davon aus, dass du noch ganz am Anfang stehst. Ja, genau. Der Leitfaden ist vor allen Dingen für die Organisationen, Personen, die eine Community neu aufbauen wollen. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir an Feedback gekriegt haben. Was ist, wenn wir schon eine Community haben, wie können wir Dinge optimieren? Wie gehen wir dann vor? Die können den Leitfaden nutzen, um einfach nochmal ihre Ziele und Dinge zu challengen und zu gucken, okay, was davon haben wir und was haben wir nicht. Aber er ist wirklich eher dazu gedacht, Schritt für Schritt von, wir haben nichts, wir bauen das jetzt auf. Genau, uns kam gerade nochmal das Feedback, dass man schlecht hört. Also bitte sehr nah an den Mund halten und gucken, dass die richtige Seite vorne ist. Aktuell bei uns, also bei Rewe Digital, wäre so der Ansatz, ja okay, wozu braucht es die Leute, wie viel Zeit frisst das, wer bildet die aus, wie ist das ein Kompetenzmodell verknüpft, als dass man auch wirklich sagt, was müssen die können. Und dann kommt bei uns zum Beispiel auch der Betriebsrat, ne, vielleicht jetzt nicht, wenn wir das pilotieren und sagt, okay, wie werden die Leute denn ausgewählt? Machen die das in ihrer Freizeit, während der Arbeitszeit? Kriegen die dann auch mehr Geld oder so? Gibt es Expertenpfade? Das heißt, das wäre etwas, was wir mitdenken, wo ich es mir aber auch, oder wo ich es mir total gut vorstellen könnte, als Pilot, wäre tatsächlich, und da wäre jetzt die Frage, ob das auch so angelegt ist, in Transformationsstrategiethemen diese Community Manager wirklich einzusetzen, um dann wirklich auch diese Themen voranzutreiben, also isoliert, wenn sich, ich sag mal, eine neue Führungsebene wird etabliert, da diese Community Manager dann gezielt einzusetzen, weil ihr habt ja auch einen Zielfokus, glaube ich, gemeint, oder? Also wir haben das ja jetzt quasi nur bei uns im Kreis. Sorry, danke. voll streng, aber guter Punkt. Ich würde die Frage ganz gerne an den Felix weitergeben oder an die Tanja, weil hier geht es ja sehr um das um den Unternehmensbereich, wie das im Unternehmen funktioniert hat. Vielleicht kannst du was dazu sagen. Felix, wie ihr die Lernzirkel bei SAP durch eingesetzt habt und durchgebracht habt. Ich gebe dir auch gerne das Mikro. Genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier philosophiert. Ich muss da mitgehen. Also wir haben die Communities, sehen wir wirklich als strategisches
ja, Instrument, um das formale mit dem informellen Lernen bei SAP zu verknüpfen. Das heißt, die sind wirklich entsprechend auch mit Ressourcen bestückt. Und da ist auch eine klare Strategie dahinter, das Community Management zum Beispiel auch mit einem Top-Down-Skill-Management zu verknüpfen. Das heißt, wir haben jetzt Community Cluster entlang unserer Skills-Strategie gebildet. Ja, und das beantwortet auch deine Frage. Also ja, das müssen wir tun, weil wir als Firma wissen, um die Cloud-Transformation zu schaffen, müssen wir so und so viel 1000 Mitarbeiter mit dem Upskilling, also mit entsprechenden Angeboten versehen. Und das kann nicht nur das formale Lernen sein, sondern auch das informale Lernen. Und habt ihr dann zum Beispiel auch perspektivisch so die Gedanken, falls es vielleicht nicht sogar schon auch mitgedacht wurde, dann dieses Thema Kommunikationskompetenz bei euch für das gesamte Unternehmen mit aufzunehmen, auch im Bereich der Führungskräfte und dann wirklich auch, weil die Führungskräfte ja auch, eigentlich sollten die ja eigentlich auch, ne, alle Community Manager fähig sein. Und gibt es da so eine, vielleicht ein Training und Zertifikat oder habt ihr das irgendwie so auch angelegt oder auch vielleicht Stellenprofile um diese Kompetenz erweitert irgendwie? Ist das perspektivisch angedacht oder wie viele Leute arbeiten aktuell damit? Ja, also Community Management ist bei uns jetzt kein Jobprofil. Mhm. Ja. Aber wir wollen natürlich durch unsere Aktivitäten jetzt auch in dieser Community Management Community natürlich erreichen, dass dieser Job entsprechend auch gestärkt wird. Mhm. Ja, und dass es auch eine Karriereopportunität wird, mhm. Community Manager zu sein und zu werden. Ja. Der Umgang mit den Leitfäden ist tatsächlich von Organisation zu Organisation unterschiedlich. Also es gibt ja schon ein paar Circle, die den Leitfaden durchlaufen haben. Das, was immer alle vereint, ist, dass die Teilnehmenden freiwillig dabei waren. Also es wurde nicht verordnet und wurde gesagt, du musst jetzt diesen Circle machen, du musst jetzt eine Community gründen. Du bist eine Führungskraft. Genau. Das bringt auch nichts. Also gerade Communities zeichnen sich ja durch Freiwilligkeit aus. Dann sollte die Person, die das Ganze gründet, ja auch freiwillig dabei sein. Es gibt also Personen, die haben sich einfach über verschiedene Organisationen hinweg dann teilweise auch in der Freizeit mit dem Thema beschäftigt. Einfach weil sie gesagt haben, ich habe da Bock drauf, ich will das machen. Und haben das dann zwar an einem organisatorischen Thema gemacht, aber es war gar nicht mal innerhalb der eigenen Organisation, sondern wie bei euch über verschiedene Organisationen und Unternehmen hinweg. Es gibt aber auch Organisationen, die haben das intern angeboten und da waren dann immer mindestens eine Person dahinter, die das Thema getrieben hat, die gesagt hat, okay, ich spreche aktiv Leute in der Organisation an, wo ich weiß, die haben da Lust drauf und frage die, ob die freiwillig mit teilnehmen wollen. Und haben so dann quasi eine erste Runde gebildet. Da gab es aber immer einen Initiator oder eine Initiatorin. Darf ich? Also, aber ja, ist okay. Wolltest du? Ja, ich hatte mich schon ein bisschen. Ja, sorry. Also, okay. Ich habe tatsächlich auch keine Empfehlung, sondern eigentlich viel mehr Fragen, weil wir nämlich gerade ganz kurz davor stehen, Viva Engage eben einzuführen. Und wir haben jetzt bei uns in der Key-User-Community eben rumgefragt, wer denn Lust hätte, sich an einem Leitfaden zu beteiligen. Also, wir wollen den jetzt halt intern quasi das erste Mal durchlaufen. Das Ganze wird auch international sein. Also ich hätte großes Interesse an der englischen Version, wenn möglich. Ich würde gerne noch mal wissen, wie sieht es aus mit Gruppengrößen? Also mit wie vielen Personen würdet ihr sagen, kann man den Leitfaden gut durchlaufen? Was ist da ein guter Richtwert vielleicht? Ja, und habt ihr sonst vielleicht noch irgendwelche Tipps, die man jetzt noch berücksichtigen könnte? Zur Gruppengröße ganz kurz was sagen. Wir waren 6 Leute. Das war eigentlich für uns so die perfekte Größe. Wir haben schon ein bisschen gesehen, also manchmal waren weniger Leute da. Es ging auch mit 3 Leuten gut. Aber ich würde eher 6 plus sagen, eher, weil manchmal dann doch nicht alle dabei sind. Dann habt ihr, glaube ich, einfach nochmal praktische Erfahrungen.
Ich würde ja eigentlich. Ich würde auch 5 bis 6 empfehlen. Okay. Alles, was drunter ist, ist relativ wenig. Alles, was größer ist, wird schwierig vom Austauschen. Ich wollte nochmal auf dieses Thema Freiwilligkeit zu sprechen kommen. Ich weiß, das ist natürlich ein Credo. Freiwilligkeit verstehe ich ja auch ganz. Aber ich mache als Berater immer die Erfahrung, wenn es um Einführung von Viva Engage geht, entweder es wird abgewehrt nach dem Motto, oh, unsere Mitarbeiter, nein, die sind nicht so weit, die haben, nee, und die sind auch alt, also viele alte Mitarbeiter, die können das. Ja, ich zitiere nur, um Gottes Willen. Ne? Also, aber das sind so Argumente, die ich dann zu hören bekomme. Ja? Und bei uns klappt das eh nicht, weil wir sind noch nicht so weit, also unsere Kultur passt da überhaupt nicht dazu. So, und es gibt auch die anderen, die sagen, ach ja, können wir mal probieren. Wir starten mal Viva Engage. Ne? Das ist ja eigentlich ganz einfach zu bedienen. Hier, liebe Leute, da könnt ihr jetzt Communities machen. Über den Zaun geschmissen. So. Und was wir festgestellt haben, und das ist unsere Erfahrung, ist, genau dieser Ansatz, einfach über den Zaun schmeißen, den Mitarbeiter sagen, ja, das funktioniert nicht. Ja, also da gibt es am Anfang vielleicht ein bisschen eine Euphorie, aber dann geht es sehr schnell runter, dann ist es irgendwann tot. Und ich habe festgestellt, ohne ein vernünftiges Community-Management funktioniert das nicht. Also das ist für mich eine absolute Voraussetzung. Ich habe das auch schon genutzt, schon mal von meiner Seite. Vielen, vielen Dank für diesen tollen Leitfaden. Also ich habe da selber schon davon profitiert. Aber ich würde sogar so weit gehen, und ich habe einem Kunden das auch geraten, und der macht das auch so, wenn jemand eine Community haben möchte, dann muss ein Community Manager dafür da sein, der auch das Wissen dazu hat. Und dann muss man das verlangen, dass er das durchläuft. Weil ich würde sagen, ich würde knallhart sagen, ohne Community Management funktioniert es nicht. Und das würde ich tatsächlich zur Voraussetzung machen. Also wenn jemand eine Community haben will, das ist ja was Freiwilliges, aber wenn, dann vernünftig. Ja, das sind ja zwei Sachen, die sich nun ausschließen. Also eine gute Community braucht immer den oder die Antreiberin. Jemand, wo dafür wirklich gut dran steht, sich verantwortlich fühlt in dem Sinne, eine oder mehrere Personen. Und es braucht gutes Community-Management. Es braucht jemand, der oder die den Rahmen aufspannt, in dem andere sich entfalten können. Aber die Person sollte das halt machen wollen und nicht per Arbeitsbefehl dazu verpflichtet werden. Und Viva Engage ist ja nur ein Werkzeug, das ist ja nur Technologie, das ist ja nicht die Community. Die Community kann ja überall entstehen. Viele glauben eben, Viva Engage ist gleich Community, ja. Aber wir wissen alle, das ist nicht. Das ist ein Werkzeug. Ja. Ja. Danke. Gut, also wir zeigen gleich euch noch auf, wie ihr weiter mit uns in Kontakt treten könnt. Aber vorher hat, glaube ich, Franz noch was vorbereitet. Ist der Franz noch im Raum? Ja, ich bin noch da. Weil wir haben jetzt noch ungefähr 5 Minuten. Du hast es 3 Minuten. Genau. Ich könnte meine Zeit zur Verfügung stellen. Weil ich merke, das ist das Wichtigste, dass man miteinander diskutiert. Weil das sind so ein paar Symbole, die ich vorbereitet habe. Aber die sind im Moment für mich nicht so wichtig. Außer, dass ich gemerkt habe, die Anzahl Menschen spielt eine Rolle. Weil mir ist kein gutes Symbol heute in den Sinn gekommen während diesem Gespräch. Weil es waren zu viele. Das heißt, die Anzahl der Teilnehmer ist auch wichtig. Habe fertig. Danke, Franz. Vielleicht muss man dazu sagen, der Franz hatte einen Geheimauftrag, quasi unser Gespräch, aus unserem Gespräch macht man eine Metapher rauszufinden, weil wir es so eigentlich immer in unseren Lernzirkeln gemacht haben. Ne? Also wir haben gesprochen und dann haben wir am Ende nochmal, waren wir nochmal da gesessen und haben überlegt, so was war denn jetzt eigentlich das Wichtigste? Das war für uns eigentlich immer ein sehr, sehr guter Prozess, um die Gedanken zu ordnen. Insofern vielen herzlichen Dank an dich, Franz. Das erinnert mich auch an unsere Diskussion, weil manchmal war es echt schwierig, sich zwischen den Metaphern zu entscheiden. Wie sieht es denn aus in der Runde? Gibt es noch irgendwie Fragen? Best Practices? Genau, hier noch die eine Frage. Wie kamt ihr denn als
Wie kamt ihr denn als Learning Circle zusammen? Wie ist das entstanden? Durch mein Ziel 23, das von der Corporate Learning Community organisiert wurde. Und wir hatten da einen, ich finde, dass der Matching-Prozess also bei uns total gut funktioniert hatte. Also wir konnten quasi dann angeben, was für Interessen wir haben wollen, was so unsere Themen sind und wurden dann quasi in einer gemeinsamen Session, also es gab da, ich weiß gar nicht, wie viele Teilnehmer es waren, über 100 oder so, ne? Die wurden dann je nach Themen zusammengefügt und ich hoffe, dass es auch mein Ziel 24 geben wird. Also ich kann das auf jeden Fall wirklich empfehlen. Auch umso gleich, wie sind sie jetzt aus ganz anderen Bereichen. Achso, cool. Es ging darum, dass die Leute ihr Ziel erreichen für das Jahr. Also jeder hat sich ein Ziel gesetzt und dann wurde man gematcht und dass man zusammen... Genau, das ist so auch wieder so ein gewisser Rahmen. Also man hat einen Rahmen von 3 Monaten, wo man eben sich ein Ziel dafür steckt, was man in diesen 3 Monaten lernen möchte und eine Art des Ziels zu erreichen, zum Beispiel ein Lernzettel. Genau, also ich kann mir im Anschluss auch gerne ein bisschen lernen. Ich könnte noch eine Frage riskieren, aber okay, ich versuch's mal. Du hast ja netterweise darauf hingewiesen, es geht um einen Leitfaden für Community Management in Unternehmen. Jetzt haben wir aber ganz viele Beispiele auch hier in der Runde sitzen. SAP hat Communities mit Partnern, Lieferanten, Kunden. DATEV öffnet sich an ganz vielen Stellen. Muss man dann den Leitfaden weglegen, weil das passt dann nicht mehr? Oder braucht es einen zweiten Leitfaden, der sich auch da ein bisschen öffnet und sagt, okay, was ist eigentlich anders, wenn die Community nicht mehr nur unternehmensintern oder organisationsintern gedacht wird? Weglegen nicht, weil so Grundfragen wie, welches Ziel haben wir, was ist die Zielgruppe, so die strategischen Sachen, das sind die gleichen. Aber jede Zielgruppe hat ihre eigenen Besonderheiten. Wenn wir innerhalb der Organisation unterwegs sind, dann haben wir alle die gleiche Unternehmenskultur. Die Community-Mitglieder sind Leute, die ich... Ich kann die Personen morgens in der Kaffeeküche treffen. Die können in der gleichen Zeitzone sein oder in einer komplett anderen Zeitzone. Das Engagement da voranzubringen, da muss man sich ganz andere Überlegungen machen, weil die Leute sind ja nicht irgendwo aus dem Hobby oder privat, die sind in ihrer Arbeitsumgebung. Das heißt, je nachdem, was und wie sie sagen, kann das unter Umständen Auswirkungen auf den Job haben. Sollte es nicht, aber das sind Befürchtungen, die Leute haben. Die Angst haben, in Communities aktiv mitzumachen, weil es auf den Job Auswirkungen haben könnte. Das größte Thema immer und überall, wo ich hinkomme, ist Arbeitszeit. Ist die Zeit, die ich in der Community verbringe, wirklich Arbeitszeit? Wie gehe ich damit um, selbst wenn es von der Organisation freigegeben ist? Das sind Fragestellungen, die hat man, wenn ich das extern, privat tue, nicht. Und da gibt es halt verschiedene Fragestellungen, wo man den Guide anpassen muss. Es gibt aber auch große Bereiche, wo man den genauso 1:1 nutzen kann. Gerade auch, was die ganzen Engagement-Methoden angeht. Weil da ist ein Cocktail drin. Da sind ganz, ganz viele Maßnahmen und Vorschläge drin. Und jeder Mensch ist anders. Und eine Community besteht aus Menschen. Weil das eine, na, ask me anything oder whatever, die in 20 Communities funktioniert, muss in der 21. nicht funktionieren. Und da ist egal, ob du extern, intern oder B2B bist. Und B2B ist eh so ein bisschen Twitter, nenne ich es immer. Okay. Dann beende ich diesen Satz. Normalerweise fällt der Ton jetzt raus. Nein, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne, vernetzt euch gerne auf LinkedIn. Ja, ich bin online, sorry. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden, dass ich jetzt reden darf. Also erstmal bin ich sehr, sehr dankbar, jetzt zu sehen, was da Kreatives aus dem LernOS Community Management Leitfaden entstanden ist, als einer, der da mit im Autorenteam waren. Und ich möchte auch nochmal kurz nachfügen und dann stelle ich
ganz kurz eine Abschlussfrage. Die beiden Kolleginnen, die sich da bei dem Sketchnoting hervorgetan haben, sind auch aus der LernOS-Community, die Heidrun Schmidt und die Franziska Losch. Ich weiß nicht, ob sie noch dabei sind, aber es gibt auch einen Sketchnote, LernOS-Leitfaden für Sketchnoting, da nur der Hinweis. Aber meine Frage ist jetzt, ich habe da jetzt so tolle Sachen gesehen, an die, die das hier gemacht haben. Was würdet ihr davon denn jetzt in den nächsten LernOS Community Management Leitfaden integrieren wollen? Ui, Achim, das ist eine Frage, die wir gerne auflegen können. Und zwar für die nächste LernOS Community Management Leitfaden. Wir haben nämlich beschlossen, wie ich da gesagt habe, das weiterzuführen als Anwendergruppe. Das heißt, es findet monatlicher Austausch statt. Der nächste findet am 27. Juli. Ich glaube, das geht nicht. Er macht so. Ja. Was? Der nächste findet statt am 27. Juli um 9.30 Uhr. Wer mitgestalten möchte, kann sich gern direkt an uns wenden, an Isa, Tanja oder mich. Oder das im Miro-Board eintragen. Und deine Frage ist natürlich eine wichtige Frage. Also ich habe von den SAP-Zirkeln natürlich schon einiges an Feedback gesammelt. Das würde ich auch gerne dann auch mal teilen. Dann übergebe ich zum Schluss an Isa. Genau. Also mir ist jetzt gar nichts Spezifisches eingefallen, was ich in den Guide noch aufnehmen würde. Ich glaube, was ich total wichtig fand, ist, dass man sich irgendwie noch eine Struktur für die Kommunikation schafft, wie es jetzt bei uns nochmal das Whiteboard war. Also wo wir einfach die Inhalte nochmal kurz und knackig für uns aufbereitet haben und auch so die Möglichkeit zum Zusammenarbeiten, zur Kommunikation hatten. Genau. So, ich habe gehört, die Uhrzeit, it's over, sozusagen. Vielen Dank in die Runde. Und hoffentlich bis bald, vielleicht beim Anwenderkreis.